Gerald, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Hauptfeldsieg hier in Kitzbühel. Ich kann mir vorstellen, da ist ein großer Druck jetzt von dir abgefallen. Ja, sicher. Ich habe vorher noch nie in Österreich ein Match auf der ATP im Hauptfeld gewonnen. Und es war immer ein großer Traum für mich, das irgendwann mal zu erreichen. Und das habe ich jetzt geschafft. Und es war ein absolut geiles Gefühl draußen mit den Leuten. Und ja, ich hoffe, das habe ich noch öfter in Zukunft. Du hast zwar schon ein Halbfinale etwa in München erreicht, aber ist das trotzdem irgendwo einer der emotionalsten Siege, wenn nicht der emotionalste in deiner Karriere bisher? Absolut. Also steht sicher ganz weit oben. Einfach weil es zu Hause ist, die Leute und die ganze Familie war da, Freunde. Und ja, beim Davis Cup damals den entscheidenden Punkt zu holen war auch schön. Aber es ist was ganz anderes und ja, ich bin einfach froh, dass ich die gewonnen habe. Wie viel hat es vielleicht sogar geholfen, sozusagen, dass du gerade direkt aus der Ukraine gekommen bist und du vielleicht einfach mit weniger Druck auch gespielt hast? Weil nicht viel zu erwarten eigentlich war jetzt, sage ich mal, die Umstellung. Das hat mir sicher geholfen. Körperlich wahrscheinlich nicht, aber mental sicher. Ich habe mir selber jetzt nicht so viel erwartet, habe dort nicht gut gespielt. Also von dem her war es. Habe ich es mehr genießen können und einfach versucht, mein Bestes zu geben, als wie es sonst war, dass ich mir selber Druck auferlegt habe, die Tage schon zuvor im Training. Und so habe ich einmal trainiert, bin reingegangen und schau, was passiert. Wie sieht es körperlich aus? Fühlst du dich bereits auch für ein Viertelfinale? Heute nicht mehr, aber morgen dann schon. Okay, das wünschen wir dir natürlich. Danke dir vielmals.